Klein, leicht und kompakt. Die Polymer-Stinger, die neue Version der Steamboat-Stinger, ja, die ist am Markt verfügbar. Du kannst wie immer 6 Schuss rauslassen mit einem integrierten und auch in Deutschland erlaubten Lasermodul. Du kannst schnell schießen, du hast volle Qualität und du hast aber dieses Mal ein sehr, sehr leichtes Teil und zu einem wirklich günstigen Preis. Wenn du wissen willst, was diese neue Stinger, die Polymer-Stinger kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rosser vom Survival Shop Linzkunst. Schön, dass du dabei bist. Die alte Stinger, ja, die Metall-Stinger hier, dieses Magazin-Castle, das kennen wir. Aber es ist mir eine Ehre, etwas Neues vorzustellen, und zwar schon mal her. Die Polymer-Stinger mit einem Kunststoffmagazin. Wow, schöne Optik, gefällt mir wirklich irrsinnig gut. Selbes Verhalten, das zeige ich dir jetzt auch. Ich zeige dir, wie man es montiert. Mache einen Schusstest mit dir, also alles bibabo. Mit integrierten Laser, so wie wir das kennen. Und es ist voll super, dass das dieses Teil jetzt gibt. Die ist viel, viel leichter, viel kompakter und auch schöner und alles sowieso. Und ja, jetzt fangen wir mal an und machen ein kleines Unboxing, was im Lieferumfang enthalten ist und wie das so zusammenpasst. Und dann machen wir einen Schusstest. Ja, dann machen wir ein kleines Unboxing. Ich möchte die Schachtel sehr ansprechend gemacht. Und dieses Mal bei diesem Kunststoff-Stinger, bei dem Polymer-Stinger, ist es so, dass die Teile einzeln angeliefert werden. Während wir bei der Metallversion ja schon eine fix fertig montierte und auch eingeschossene Version liefern, sind hier jetzt die Einzelteile ja, selbst zu montieren. Aber das ist ja einfach, das zeige ich dir jetzt auch gleich im Zuge des Videos. Zeige dir auch den aktuellen Lieferumfang. Möchte hinzufügen, dass das eben der aktuelle Lieferumfang ist. Immer genau auf der Webseite schauen, was alles dabei ist, aber im Prinzip ist es das. Also, du kriegst mal den Grundkörper. Ja, den Grundkörper der Armbrust, wirklich schon modifiziert und hergerichtet, damit du das Magazin draufsetzen kannst. Weil manche immer wieder fragen, ja, kann ich mir irgendwo eine eigene Pistolenarmbrust kaufen und das drauf montieren? Naja, wenn du dir die ganzen Umbauten antust, dann natürlich schon, nur eigentlich nicht, also standardmäßig nicht. Dann eben das Polymer-Magazin. Dann ein Griffstück für unten, das braucht man zum Spannen, also ich halte das für sehr, sehr wichtig und notwendig. Dann eben ein Standardbogen mit 80 Pfund. Dazu dann gleich all das Montagematerial, das notwendig ist mit Sehnenkappen und mit der dazugehörigen Sehne und auch eine Ersatzsehne, die ist auch dabei, das finde ich toll. Dann ein Stringer, das heißt eine Spaneinrichtung, eine Spannschnur, die auch genau die richtige Länge hat, braucht man nichts einstellen. Fire and forget sozusagen. Dann natürlich 5 Übungspfeile, 10 Sportpfeile, hier die blauen Sportpfeile. Und dann noch einmal hier eine schöne Anleitung, wo alles ganz genau beschrieben wird. Ja, also ich finde, das ist einmal ein gutes Set. Ja, jetzt bauen wir es zusammen. Ja, zuerst muss man mal, bevor man das Magazin anbringt, auch den Bogen montieren. Und bei dem Bogen würde ich dir empfehlen, zuerst einmal die Kappen auf den Bogenspitzen rauf zu geben. Kannst du aber auch nachher machen, wie du magst, ist vollkommen egal. Dann gibt es 3 Plättchen, die mitgeliefert werden, und zwar 2 Kunststoff und ein Metall. Und das Metall kommt ganz vorne hin und dahinter gibst du so ein Kunststoffplättchen dazu. Und dann ist noch ein Kunststoffplättchen übrig und das gehört nach hinten. Und zwar, wenn du dir den Bogen anschaust, ist auch da, sind da 2 so weiße Markierungen. Also auch alles ganz easy cheesy. Und kannst das hier so einfügen. Also Metall ganz vorne, dann einmal Kunststoff, dann kommt der Bogen, also die Wurfarme sozusagen, und dann dahinter wieder der Kunststoff. Das Ganze wird jetzt hier eingebracht, schau, da vorne, ziemlich einfach. Ich klemme das immer zwischen die Beine ein, eh ganz klar, wo sonst, wofür hat man sonst Beine, außer zum Einklemmen von Armbrüsten zum Montieren. Nein, und dann ist wichtig, dass du diese 2 weißen Striche richtig schön mittig anbringst, aber, und jetzt kommt der große Punkt, du hast einen Imbusschlüssel, der ist eh dabei, wenn du das jetzt anziehst hier von oben, ja, und da ist die Metallplatte so wichtig, damit die, wenn du jetzt den Schrauben da reindrehst, dann braucht die Metall, braucht er ja irgendein ein Gegenteil, damit er sich nicht in den Bogen reinbohrt, und das ist eben diese Metallplatte und der Kunststoff dazu, um das Ganze
zu fixieren. Jetzt habe ich gedreht und schau mal her, auf der Seite sieht man es schön, hat sich, obwohl ich alles schön mittig reingegeben habe, hat sich durch die Drehung das Zeug daraus gegeben. Fürchterlich, immer fürchterlich. Ich bin kein richtiger Monteur, ich war aber bei den Monteuren schon dabei, bei Steambo in Österreich. Gut, das ist ein kleiner Hupfer von mir und die haben mir erklärt, Reini, da musst du die Platte ein bisschen weiter gegen die Drehrichtung platzieren. Dankeschön, dann funktioniert das besser. Und so ist es dann auch. Und ist aber alles in der Beschreibung, hier in der Beschreibung, die Steambo mitliefert, alle die Erfahrungen der, weiß ich nicht, tausenden Dinger, die Monteure schon montiert haben, enthalten. So, zu der Schraube. Bitte. Ja, weil ich ja auch immer wieder Reklamationen kriege. Bitte die Schraube nicht so andrehen, dass das. Und man sagt, und ich will noch mehr. Das muss so fest sein. Na, festziehen halt einfach, dass die Schraube hier, also diese Schraube hier nicht mehr gerade noch sichtbar ist. Aber jetzt nicht so, dass der Daumen schon abfällt und man will noch immer. Oder man kommt mit einem Akkuschrauber. Also alle Schrauben hier bitte nur normal festziehen. Ich weiß, ich kann da jetzt keine Newtonmeter-Angabe geben, aber bitte nicht übertreiben. Ja? So nach dem Motto, viel hilft viel, das stimmt alles nicht. Der darf sich auf jeden Fall nicht mehr bewegen. Das tut er auch nicht. Ja? Also den kann man jetzt überhaupt nicht mehr hin und her ziehen. Ja, so, und jetzt sind wir bereit zum Spannen. Gut, dann spannen wir nun unseren Bogen. Dazu die Spannhilfe, die mitgeliefert wird, einhacken. Ja, so. Hier einbringen. Es kommt jetzt ganz darauf an, wie bei dir diese Bogenspitzen ausschauen. Aber wichtig ist, dass halt du aufspannen kannst. Jetzt gibt es gleich die Möglichkeit, also da ich ja gesagt habe, ich stehe voll auf dieses Ding hier, auf diesen Frontgriff, kann ich den gleich einmal montieren. Aber ich sage dann auch noch, warum ich auf den so stehe, aber da bleibt noch ein bisschen dran bei dem Video. Schau her, dann spannen wir auf. So, und jetzt ist er mal vorgespannt, aber nicht komplett gespannt. Jetzt nehmen wir die dazugehörige Sehne. Bitte hier aufpassen und die gut pflegen und immer sehr lieb zu ihr sein. Exklusiv für alle meine Kunden. Die kriegen natürlich auf meiner E-Learning-Plattform, kriegt ihr den Zugang beim Kauf. Da beschreibe ich ganz genau, wie man diese Teile pflegt, hegt und pflegt, damit man lange Freude dran hat. Aber klar, es ist natürlich ein Verschleißteil und jeder Verschleißteil verschleißt. Sonst wäre er ja kein Verschleißteil. So wie eine Bremse bei einem Auto, ja, zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, ja, wie auch immer, ja, du verstehst schon, was es geht. Und wenn ich darauf aufpasse, wenn ich darauf achte, dass hier immer schön gewachst ist und Silikonspray aufgebracht ist an den richtigen Stellen, ist das gut. So, hier jetzt bei den Sehnen, es ist alles wirklich schön beschrieben hier. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Wichtig ist, dass jetzt diese Sehne hier wirklich schön auf der Kappe aufsitzt. Dann entsichern und abschießen. Schau her. Gut. Und nun nehmen wir unsere Spannhilfe ab. Und dann kann es schon losgehen. Ja, denn jetzt könnten wir theoretisch schon schießen, aber natürlich ohne Magazin ist das blöd, weil keine Feder auf den dazugehörigen Bolzen bzw. Pfeil drückt. Daher müssen wir jetzt beginnen, das Magazin zu montieren. So, es ist alles, ich muss dazu sagen, ich bin ja, vielleicht geht es dir da so wie mir, ich hasse es, Beschreibungen zu lesen. Ich will, dass ich die Teile nehme und das einfach funktioniert, ja, dass das einfach so, dass irgendjemand Gehirnenergie investiert hat, damit ich mir meine Gehirnenergie, die ich vielleicht gar nicht habe, sparen kann. Und es ist wirklich alles wirklich sehr, sehr pipifax einfach gehalten. Du hast nur eine Möglichkeit, wie du dieses Magazin hier aufsetzen kannst. Das muss alles schön plan aufsetzen. Hier vorne, da hast du es eh gesehen, haben sie alles super gemacht. Und dann hast du natürlich die dazugehörigen Schraubern. Ja, du hast einerseits einmal ein Schrauber für vorne. Ah, nein, das lange ist für vorne, genau. Schau, weil das geht da schön durch, ja, siehst du? Und dann gibt es noch einen Schrauber für hinten zum Fixieren. Und die Burschen haben hier eine Beilagscheibe mitgegeben, wahrscheinlich, weil die wichtig ist. Und kann ich mir gut vorstellen, wenn man hier eine Metallschraube gegen ein Polymer gibt, dann ist vielleicht so eine. Ich bin ja kein Befestigungstechniker.
Ich habe zwar, ich bin zwar eigentlich Ingenieur, aber das ist so technische Informatik und Nachrichtentechnik, das ist Schrauben, das ist mechanisch, das ist, passt überhaupt nicht in mein Gehirn. Aber von der Idee her glaube ich, dass mir das klar ist jetzt hier, dass das eine Beilagscheibe durchaus Sinn macht, dann anschrauben. Aber jetzt, wie gesagt, nur so, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt angeschraubt und das hält und nicht so lang schrauben, bis es macht und dann sagt, oh was, es ist kaputt worden. Das wäre irgendwie nicht so gut. Haben wir alles, deswegen sage ich es. Gut, dann hier die lange Schraube durchführen. Dann steht auch schon auf der anderen Seite die Schraube raus. Dann da auch eine Beilagscheibe dazu. Und das weiß ich alles, ohne dass ich die Beschreibung gelesen habe. Ich habe sie jetzt wirklich nicht gelesen. Also, liebe Leute von Steambo, bitte nicht böse sein, dass ich da jetzt nicht gelesen habe. Aber das ist jetzt selbsterklärend, das habt ihr gut gemacht. Das ist genau im reinen Stil, so wie ich das gerne habe. Entweder kannst du hier jetzt noch mit einem Leatherman die Mutter, die Gegenmutter, da ist auch eine Beilagscheibe dazwischen, noch einmal hier festhalten, oder ich mache das mit dem Daumen, weil ich, das weiß ich aus Erfahrung, es muss nicht so fest sein. Ja? Es muss nicht so knallefest sein, es muss nur halten. Und was natürlich auch klar ist, so wie es halt bei Sportgeräten, wie das hier, oder auch Waffen der Fall ist, dass man die halt immer wieder mal ein bisschen anschaut, dass man schaut, hält das eh noch, ist da eh noch alles gut festgemacht. Das macht besonders bei Armbrüsten auf jeden Fall Sinn. Na gut, jetzt sind wir mal fertig, jetzt geht's weiter. Ja, ich benutze gleich einmal unseren hauseigenen Schießplatz hier am Waldcamp, Bushcraft Camp Nummer 2, und zwar mit den Übungspfeilen. Und hier ist alles genauso, wie wir das von der Metallversion sozusagen kennen. Da passen jetzt 6 von diesen Pfeilen rein. Schön einlegen. Es ist eine schöne Feder dabei hier, die dafür sorgt, dass genügend Druck auf die Bolzen kommt. Alles so, wie wir das kennen. Und ja, die Sicherung habe ich jetzt nicht ausgebaut. Schau, die habe ich jetzt drinnen lassen. Habe ich mal ein eigenes Video gemacht, wo ich da herzeige, wie man das macht. Da gebe ich da oben den Link. Schau dir das an, wenn du das machen willst. Dann den Laser schalte ich gleich einmal mit ein. Ah, den sehe ich da eh ganz gut vorne bei dem Ziel. Ja, und dann, so, passt alles. Noch einmal Sicherheitscheck und dann, ja, ha, 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 ha. Yeah. Das geht super mit dem Laser. Der ist nämlich auch gleich eingeschossen. Vielleicht musst du ihn ein bisschen nachjustieren, wenn du das magst. Aber nein, das passt genau. Also, zumindest bei dem, das ich hier jetzt habe, dieses Teil aus der ersten Produktionsserie, funktioniert das wirklich. Ja, das funktioniert top. Richtig Spaß macht das. Ja, da ist das Ergebnis. Also ich habe mir nicht allzu viel Mühe gegeben, aber ich habe hier immer wieder angehalten und an dieser Stelle, und dazwischen stecken all die Bolzen drin. Also das ist wirklich okay. Als mir der Gerald von Steambo erzählt hat, dass es eben diese Polymer-Stinger geben wird, da war ich am Anfang skeptisch, weil ich mir gedacht habe, naja du, ist die stabil? Kann die was? Ist die vergleichbar mit der Metallversion? Und er sagte, ja. Und ich habe gesagt, ich möchte es testen. Und er hat mir aus der ersten Produktion eben hier so ein Teil zur Verfügung gestellt. Also das ist jetzt schon das zweite. Ich hab noch eins gehabt. Und ich konnte damit spielen. Viel spielen. Und ich kann dir nur sagen, ich kann vom Handling, schießt jetzt ohne Laser, einfach mal so drauf. Und auch mit Sicherung, muss ich auch dazu sagen, wenn du die auch noch ausbaust, wie gesagt, ich gebe dir den Link auf ein eigenes Video, und alle meine Kunden kriegen ohnehin noch einmal eine genaue, detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Aber es ist kein Unterschied, es ist alles stabil, es ist alles top, es ist alles wirklich gut gemacht. Ich sehe, und das ist jetzt vielleicht böse, ich sehe keinen Nachteil, ich sehe sogar nur Vorteile gegenüber den Metallstinger. Welche die sind, was glaubst du? Also das ist jetzt die Metallstinger, und die ist deutlich, deutlich schwerer. Sie hat keine höhere Kadenz, sie hat kein besseres Trefferbild oder sowas, sie ist einfach nur schwerer. Und das ist viel leichter. Also das erste Mal zusammengebaut habe und aufgehoben habe, dachte, das ist ja gar nichts im Gegensatz zu dem. Natürlich, das ist hier Metall, das ist Kunststoff, und dieser Kunststoff, Polymerkunststoff, das kann man sich vorstellen wie bei den Unterteilen von diesen Glockpistolen zum Beispiel. Das ist auch Kunststoff, und da fragt auch keiner, ne, ist das stabil genug? Also das ist absolut top. Es gibt natürlich schon einen, also der Vorteil bei dem hier ist, es ist viel leichter und trotz alledem saurobust.
und natürlich auch günstiger. Aber schau dir das ja auf meiner Webseite an, schau rein, wirst du sehen, dass das wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Was aber die Metallstinger hat, das ist zum Beispiel hier die Möglichkeit, auf der Seite eine Schiene ganz locker anzubringen, weil hier schon die Bohrungen vorgesehen sind. Das kann man auch bei dieser Kunststoffstinger, da musst du aber ein bisschen basteln. Und das zeige ich dir auf meiner Webseite, da gebe ich da unten den Link, kannst du dir das gleich anschauen. Da zeige ich dir Schritt für Schritt, nicht nur für meine Kunden, natürlich für die auch, aber für alle einfach, wie einfach das geht, wie dieses Gehäuse aufgebaut ist, muss man auseinandernehmen und hier zwei Bohrungen setzen und dann kann man auch hier eine seitliche Schiene montieren für eine Lampe zum Beispiel oder was auch immer an taktischer Ausrüstung hier interessant und gut ist. Also das ist der einzige Nachteil und sozusagen, dass man da ein bisschen basteln muss und das ist bei der Metallstinger hier aktuell, so wie sie jetzt aktuell ist, ja, so gegeben. Irgendwie, umso öfter ich damit schieße und umso öfter ich sie in der Hand habe, umso mehr gefällt es mir. Ja, welche Pfeile oder Bolzen kannst du laden? Klar mal die Broadheads, die Jagdspitzen, gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Die passen da wunderbar rein, genauso wie bei der Metallversion. Und dann habe ich jetzt hier exemplarisch 4 Bolzen mitgebracht. So, weil immer wieder die Frage gestellt wird, kann ich die Ederbolzen da reingeben? Nö, die sind viel zu groß, die haben einen anderen Durchmesser, das ist einfach, das geht nicht. Ja? Und das macht auch gar nichts, dass das nicht geht. Dann bleiben dir im Endeffekt 3 Varianten. Die Originalen von Stinger, das sind diese blauen Pfeile, die Cool-Pfeile sozusagen und vielleicht auch der Witz dazu, die Hot-Pfeile, die roten, die Oh-Gefahr-Pfeile mit den Spitzen drauf und ich habe ein Video gesehen, zufällig, weil ich alles was so mit Steamboat Stinger, Crossbow, so einen Google Alert habe und da haben Amerikaner, in Amerika ist das halt so, das ist bei uns halt anders, aber die haben da, und das ist absolut irre, also das ist wirklich irre, die haben ein Wildschwein damit erlegt, die haben vom Baum runtergeschossen, dort ist das erlaubt, bitte macht so etwas in Österreich und in Deutschland und in der Schweiz nicht nach, es ist Bogenjagd bei uns verboten und daher machen wir das nicht, ja. Amerika, anderes Land, andere Gesetze und da ist das so und die erlegen damit mit so einer Stinger mit 80 Pfund, nicht keine Tuning-Wurfarme, sondern ganz normale Wurfarme, ein Wildschwein, absolut irre, ich muss da echt sagen, absolut irre, also wirklich hot, wirklich hot, egal. Wir setzen es als Sportgerät ein und da ist es jetzt so, da kann man die blauen Cool-Pfeile nehmen. Dann kann man auch die goldenen EK-Pfeile nehmen, da ist wirklich nicht viel Unterschied. Kann man tun, ja, der Hersteller empfiehlt natürlich die blauen, aber das ist okay. Aber hier jetzt, die da, das haben wir jetzt so lange schon getestet, wir haben ganz viele Stinger draußen und da kann ich sagen, die sind nix, weil die gibt es auf Amazon. Also ich verkaufe sie auch nicht und ich kenne auch sonst jetzt niemanden wirklich, der die verkauft, außer auf Amazon findet man die, kommen direkt dann aus China. Die sind so nicht schlecht, also wenn ich eine normale Pistolenarmbrust habe, das spielt das keine Rolle. Aber hier bei der Stinger, da habe ich hier diese, das da hinten ist Kunststoff, schau her, das ist Kunststoff, so, den nehme ich da jetzt raus. Und der verbiegt sich auch relativ leicht, ne? Wie du siehst. Das heißt, du schießt auf das Ziel hin und dann ist da vielleicht eine kleine Biegung drinnen. Und das macht in dem Magazin echt Probleme. Das ist nicht gut. Das heißt, solche Pfeile bitte nicht benutzen. Aber alle andere, und wie gesagt, das ist billige Eigenwerbung. Wenn du bei mir so einen Pfeil kaufst, dann bist du auf der sicheren Seite. Da gebe ich dir natürlich unten den Link dazu. Ja, jetzt mag ich dir noch was Cooles zeigen. Oh ja, er ist da. Und zwar The Pro, R. Stinger Pro, 60% mehr Upgrade. Das heißt, das hier ist ein Wurfarm, der ist deutlich stärker als der klassische, der im Lieferumfang enthalten ist. Also wenn du die gegeneinander stellst, dann siehst du gleich einmal, da ist ganz was anderes los. Und der hat 60% mehr an Energie. Und den gibt es auch natürlich bei mir im Shop. Da wird eine Sehne mit dazu geliefert, die Kappen, Montagematerial, eine Spannschnur. Und das Ding, das ist absolut top, wirklich absolut top. Braucht man es? Also das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn du eine Frau bist oder schwächer trainiert bist, dann bleib bei dem hier. Also meine Frau, die Manuela, schießt mit dem, ja, und sagt, das kann sie gut spannen, aber auch nur dann, wenn sie diesen Frontgriff hier hat. Der ist ganz wichtig, für mich ist der ganz entscheidend. Bei den anderen Armbrüsten spannt man so, und da habe ich immer ein ungutes Gefühl, weil auch wenn
da ist ja der Bolzen drinnen. Ne? Und auch wenn er mir vielleicht nur da ein bisschen Fleisch abrasiert, weil ein Fehlschuss passieren kann, weiß man nicht. Ist mir bei das Ding noch nie passiert, aber wer weiß. Aber da unten, da kann ich viel besser aufziehen. Das geht viel, viel besser. Und also meine Frau zum Beispiel schießt nur mit dem hier. Und ich habe ja auch den hier montiert gehabt und jetzt gesagt, na, das ist mir zu stark, ich brauche das auch gar nicht. Und wie gesagt, das ist ja keine Armbrust, mit der ich auf 500 Kilometer schießen will. Übertrieben jetzt. Das ist ja ganz was anderes. Das ist für kurze Distanzen. Und da reicht meiner Meinung nach für jemanden, der nicht die Power hat, das auf jeden Fall aus. Der hier. Natürlich, wenn du solche Oberarme hast, so Oberarme, dann ist das für dich klack, klack. Dann kannst du auch mit dem hier schießen. Und ja, es macht natürlich auch Spaß, es ist überhaupt kein Thema. Aber wirklich notwendig ist es nicht. Aber ich wollte dir auch diese Option zeigen. Ja, was ist nun mein Fazit? Ich meine, das Ding ist genial. Also wenn du noch keine hast und sagst, ich möchte mir eine anschaffen und du für mich fragst, soll ich die Polymer-Version nehmen oder die Metall-Version, dann sag ich aus meinen Gefühlen heraus, nimm da die Kunststoff-Version. Ich weiß, da rede ich jetzt mein Geschäft, weil die ja natürlich günstiger ist, ja. Aber ich kann dir nur sagen, es hat keinen Nachteil. Du hast hier auch die Funktion, das mit einem Gurt zu tragen. Sie hat für mich, außer das mit dieser Schiene, und auch das kriegen wir hin, wie gesagt, schau dir das bei mir an auf der Webseite, für mich keinen Nachteil. Das ist einfach so. Ist so. Wenn du jetzt schon die Metalle hast und sagst, oh, was soll ich auf die Kunststoff auch noch umsteigen? Dann kommt das darauf an, erstens einmal, ob du mit zwei Armbrüsten, ob du zwei Armbrüste brauchst. Ja? Oder es ist vom Schussverhalten her kein Unterschied. Kein Unterschied. Vom Handling kein Unterschied. Das Einzige ist, sie ist leichter, sie ist günstiger und sie hat halt, und ich muss sagen, die Optik, also wenn die für dich mitspielt, also das ist schon schöner mit diesen Vertiefungen und da, das haben sie schon schön gemacht und den Ladestandsanzeiger von, das ist, und das ist halt, ja, ein Kasten. Ja, das ist nicht unangenehm und liebe Steamboat-Leute, seid mir nicht böse, das ist halt ein Kasten und das ist schon stylisch, das habt ihr wirklich schön gemacht. Aber eine Notwendigkeit ist es nicht. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich habe die Metall, brauche ich die auch? Ich meine, ich freue mich, wenn du sie kaufst, bei mir ist eh ganz klar, aber wirklich brauchen tust du sie nicht. Wenn du einsteigst in das Segment, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Kunststoffversion. Ist einfach so. Kimme und Korn, ja, hier hast du ein automatisches Kimme und Korn-System. Das heißt, du kannst entweder hier ein Leuchtpunktvisier drauf montieren, wenn du das willst, kriegst du natürlich auch bei uns im Shop. Aber sonst ist diese Feder hier, die auch automatisch den Magazindeckel hält, gleich einmal Kimme und Korn und das hier ist auch mitmontiert, also das geht alles super. Die haben wirklich nachgedacht und mir gefällt das. Wenn du Fragen hast, stell sie mir bitte gerne hier unten in der Kommentarfunktion. Schreib mal ganz einfach, was du von diesem Teil hier hältst. Ob du diese Kunststoffversion oder Polymerversion gut findest, das würde mich irrsinnig freuen. Link in den Shop, ganz klar, findest du natürlich auch. Kaufst du, solange wir sie auf Lager haben. Es wird immer wieder was Neues nachkommen, das ist fix. Aber wenn du die Intention hast, so etwas zu besitzen, dann würde ich das jetzt tun. Ich würde dann nicht warten, weil wir in der Vergangenheit jetzt gesehen haben, das letzte Jahr, dass es immer wieder zu massiven Lieferengpässen kommt, weil so viel Nachfrage ist. Also, wenn sie lieferbar ist, schlag gleich zu. Wenn du mal Bogenschießen oder Armbrustschießen zu mir kommen willst, ja, dann auch. Billige Eigenwerbung hier zum Beispiel in diesem Camp. Auf waldurlaub.at gebe ich dann natürlich auch unten den Link dazu. Ja, das war's jetzt. Ich sage danke, Daumen nach oben oder nach unten. Da kommst du direkt in den Shop, kannst du es kaufen. Abo dalassen für die neuesten Videos. Ein anderes Dinger-Video. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein René Rossmann. Bis bald und Polymer Rocks.